Dann mal weiter im Text. Wir haben einen Paladin, der nicht ordentlich lesen kann und nicht weggeschubst wird. Ein Assassin und noch ein Paladin, der klein ist. Ha. Und Axt ist irgendwie toller als das Schwert. Ich glaube, ich nehme den kleinen. So. Ah, oh, wir haben so viel Gold. Genau. Wir sollten zuallererst die Runterstufrune da wegmachen. Das ist nämlich viel zu einfach sonst als Paladin. So. Und dafür mehr Lebensentzug oder mehr Gold? Gold ist schon echt schön, ne? Gerade so als Zwerg. Aber nee, komm. Sonst kommen wir nicht so weit. Aber warte mal. Das andere Gold? Das Gold. Tausche ich mal hier gegen. Das heißt, wir haben jetzt viermal Lebensentzug durch Runen und einmal Lebensentzug durch Schwert. So, nächster Schritt. Was haben wir da? Slayer Sword. Weniger Schaden, dafür mehr Crit, Chance, Damage und Retaliation. Halt wie das ganz andere Set auch. Wollen wir das Set denn auch für den Paladin so behalten? Paladin hat nicht ganz so viele Lebenspunkte wie der Barbar. Nee, komm. Paladin zieht andere Sachen an. Mehr Magic. Magic ist nicht ganz so wichtig. Nee, so weit sonst geht das. Okay, das heißt, der einzige Unterschied in der Ausrüstung zwischen Paladin und Barbar ist eigentlich nur der Helm. Also beim Barbaren wird der Helm auch ausgetauscht, weil der Barbar halt genug Lebenspunkte hat. Und beim Paladin bleibt dieser Rüstungshelm. So. Und jetzt ganz viel Gold ausgeben für... was genau? Crit Damage. Ist bald fertig. Lebenspunkte können auch gut was ab. Das hier kann auch gut was ab. Mana und Magic Damage ab können auch richtig viel vertragen. Aber ja, erstmal die Sachen, die wir hier brauchen. Augen zu und durch. Maximum. Sehr schön. 290%. Angriffskraft oder Lebenspunkte? Ne, komm. Yeah, 60 von 75. Und das kommt jetzt noch hier rein und dann ist gut. Das war gerade richtig viel Gold, das wir in Angriffskraft gesteckt haben. Also mit, ne, Angriffstalente, also auch Crit, Damage, was weiß ich. Wenn wir jetzt nicht Sachen total zerschnitzeln, weiß ich auch nicht. So, kleiner Kampfgnome. Oh, und denk dann... Oh, bin schon diese komische Statue. Wie mache ich die wieder weg? Ah, okay. Kaputt. Oh. Nee, komm, diese Skelette sind mir echt zu doof. Okay. Also ja, denkt dran, dass die Rune draußen ist. Das heißt, au. Das heißt, die Gegner machen viel mehr Schaden und sind allgemein viel, viel garstiger. Au. Genau, und geben sie sogar gegenseitig Rückendeckung. Das Gold ist alles auf der anderen Karte gelandet, ja? Nicht wirklich. Oh. Das ist noch eins davon. Au. Wollen wir nicht doch lieber die Rune wieder reinmachen? Das ist übel. Aber okay. Werd wach, Girugon. Du musst töten. Oh. Oder einfach gegen Eisenkugeln gegenspringen. Aber wenn du nicht wach wirst, wirst du hier nichts reißen können. Ding, 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 ding. Ah. Oh, wo kommt ihr noch einmal her? Wir sind gleich tot. Das ist ein dezenter Unterschied. Entweder 100.000 Gold zusammenfarmen mit Rune.
oder 8000 Gold zusammenfahren, ohne Rune. So, Gott. Du jetzt auch noch. Nein, nicht anstimmen. Ah, so. Und zwei Säckchen. Oh, du bist nicht zurückgeschubst, richtig. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ja. Ne? Baba. Baba. MP und Harpy vertauscht. Nee, danke. Assassin Hokage. Hä? Also ja, ich glaube, ich nehme den Assassin. Ich muss nur sehr viel seine Schattenfähigkeit benutzen. So, und für 9000 holen wir uns Rüstung und Mana. Ja. 608 Lebenspunkte. Oh weia. Ja, Mana ist eine gute Entscheidung gewesen. Und jetzt einfach durchgehen, Y drücken. Zum Gegner hinlaufen, schlagen, gleich wieder Y drücken. Das ist der Plan. Und so hoffentlich 10.000 Gold zusammenbekommen. Ist hier eine Kiste? Ja, hier ist eine Kiste. So. Obwohl wir hier eigentlich auch so durchkommen dürften. Genau. Oh. Wow, okay. Nee, komm. Wow, wow, wow. Ja, du mich auch. Also manche Räume sind echt absoluter Overkill. Aber die Crits sind schick mit dem Assassin. Das ist ja auch genau das, was er machen soll. Wow. Geh weg. Geh weg, du. Du bist. So. Und wollten wir nicht eigentlich, wenn wir nicht Paladin oder Barbar spielen, die Rune reinpacken? Fällt mir gerade so auf. Eine Assassin ist kein Paladin. Und eine Assassin ist auch kein Barbar. Nee. Hallo. Was? Du. Ja. Was? Nicht so. Mm-mm. Ich soll definitiv mehr Mana erhöhen. Okay, aber dadurch haben wir einen höheren Pool. Das heißt nicht, dass wir schneller Mana wiederbekommen. Obwohl doch heißt es. Nee. Warum da hinten? Genau. Also es heißt doch, dass wir Mana schneller wiederbekommen, denn. Die Tränke, die wir finden, sind ja prozentual. Oh. Klick. Na komm. Klick. Klick. So. Aha. Coco Bauer Ninja. Oh. Ich wollte gerade sagen, wir haben gleich keinen Mana mehr. Jetzt geht der Ernst des Lebens los. Jetzt können wir uns nicht mehr verstecken. Komm schon, Mana-Trank. Genau. Wir haben schon 12.000. Also mehr als der Paladin geschafft hat. Hallo. Wow, 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 wow. Ach, den Raum kenne ich doch. Bin ich doch gerade erst schreiend vorweggelaufen. Kann das sein? Ja. Jetzt fressen wir ein bisschen Schaden, ist okay. So. Du musst als nächstes sterben. Danach ihr. Danach du und dann Skelettmann. So. Elendes Pack. Hüffala. Also ja, Assassin sehr zu gebrauchen in dem New Game Plus Plus ohne Runen.
Also ohne Runterlevel Runen. Oh, 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 oh. Ja, ich hab's verstanden. Ich würde schon ganz, ganz gerne mal von oben in die Blutstropfen fallen. Das ist ganz toll. Menno. Nee, komm. Das hat keinen Wert. Runter. Ah. So. Ja. Yeah. Quietsch. Oh, und du bist natürlich auch ein Doom, was? Genau du. Jautsch. Ah, 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 letzte Lebenspunkte. Und da unten ist auch ein Doom. Feuer. Hallo. Swish. So, Doom. Hm. Von der Ecke des Bildes gekillt. Aber fast eine Reihe ist okay. Trotzdem hätte ich ganz gerne mal wieder einen Spelunker. Eigentlich nicht. Aber okay. Ich habe Lust auf einen panischen Hin- und Hergelauf ran. Also kaufen wir uns mal Mana. Und sonst nichts. Nun enden wir alle um in Gold. Außer jetzt Doppelsprung. Und hier fehlt sie. Zing. 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 Tada. Das muss jetzt richtig gut Geld geben. Also Rainer. Gleich auf die Karte gucken. Also gleich, wenn wir ne, hier aus dem ersten Raum raus sind. So, zack. Oben. Oh, 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 oh. Taschenlampe. Komm, 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 komm. Mach irgendwas kaputt. So. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Wir wollten panisch weglaufen. Wir wollten nicht töten. Denk dran. Also weg, 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 weg. Oh. So, du bist im Weg, du musst sterben. Nur ein Sack bringt 300 Gold. Oh, 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 oh. So. Hier geht's gar nicht weiter. Wir müssen echt durch den Horrorraum da durch. Das schaffe ich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht schaffe. 100 pro sicher. Okay, dann versuchen wir hier irgendwo anders noch. Ja, ha, ha, ha. Eines bisschen abzustauben. Ja, aber bitte, gib mir nur etwas Gold. Ja. Nee. Das waren wieder die 6 Gegner. Nee, also Spelunky geht absolut nicht. Absolut nicht. Ein Savant Paladin. Ja, okay. So, und wir können uns einmal Int leisten. Sehr schön. Und ich glaube, ich switch mit ihm auch nicht wiederum auf die Lebenspunkte Runen. Dafür schaffen wir einfach nicht genug. Also, es ist nicht ganz richtig. Ich glaube, wir könnten es schon schaffen, dass die Runen sich rentieren. Also genug Gegner töten, um den ganz ein wenig Sinn zu vermitteln. Aber ich will lieber in kürzerer Zeit mehr Gold zusammenbekommen können. Oh, das war knapp. Komm schon, ich will nur einen von euch töten. Dann kann ich mich verpieseln. Oh. Shit. Oh. Oh, sehr schön. Bling, 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 bling. Ja. Du. Das klappt echt. Oh. Super mit dem. Dum, dum, dum. Dubidum. Oh. Oh, oh.
Komm schon. Gib mir Crits, wenn ich sie brauche. Da haben wir jetzt schon 60% oder was? Und dann sowas. Au. Oh.